Herzlich willkommen zu Behind the Board, der MyDartCoach-Spieler-Podcast. Es begrüßt dich das Team MyDartCoach und wünscht dir viel Spaß mit dieser Folge von Behind the Board. So, liebe Freunde des Dartsports, und damit ein ganz herzliches Hallo an euch Hörer da draußen vor den Endgeräten und in die Runde, denn mit mir sind hier heute Marvin, Jonas und Felix und wir haben uns mal was ganz Besonderes ausgedacht, was wir auch nicht alle Tage machen, aber was wir jetzt für diese Podcast-Folge mal ausprobieren wollten. Und zwar wird diese Podcast-Folge eine On-Tour-Folge. Das heißt, wir nehmen euch mit über das komplette Wochenende zur Development-Tour, wo Marvin und Jonas jetzt hinfliegen werden und dort vor Ort sein werden. Felix und ich sind zu Hause. Ich habe mich jetzt in letzter Instanz doch noch dazu entschieden, hier zu Hause zu bleiben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, diese Folge mal ein bisschen anders zu gestalten. Wir nehmen euch da, wie gesagt, mit. Lehnt euch einfach zurück. Hört euch an, was das Wochenende so bringt. Und jetzt gerade haben wir Donnerstagmorgen, die Reise wird bald losgehen für Marvin und Jonas. Deswegen würde ich mal sagen, ich wünsche euch alles Gute für die Reise, dass euch da kein Streik oder irgendwas in die Quere kommt und dass ihr ja nachher gut nach England rüberkommt, würde ich mal sagen. Moin, grüßt euch. Jungs, ich wünsche euch eine gute Anreise und schon mal vorab ganz viel Spaß und Glück. Bei der DevTour rockt das Ding. So, ich melde mich jetzt hier schon mal aus Hamburg. Ich bin gerade von Hannover aus mit den Jungs meiner Reisegruppe nach Hamburg gefahren. Und wir sind jetzt gerade am Flughafen angekommen. Werden so in einer guten Dreiviertelstunde dann den Koffer aufgeben mit den Darts und dann uns auf den Weg machen um 20.45 Uhr deutscher Zeit nach London Stansted und 21.15 Uhr englischer Zeit ankommen. Gestern war ich noch mal bei einem lokalen Turnier, um noch mal ein bisschen Spielpraxis zu sammeln und konnte da halt den zweiten Platz erspielen. Hab noch mal so ein paar Sachen am Setup getestet, um so ein bisschen noch mal zu sehen, was geht, was nicht geht. Am Ende halt gegen Michael Hurz im Finale verloren, aber an sich doch mehr Positives als Negatives dabei gewesen. Und wie gesagt, gleich geht's in den Flieger, Paket aufgeben, sage ich schon, Koffer aufgeben und dann geht's rüber auf die Insel. Ja, sauber, hört sich doch gut an. Und Glückwunsch dann zum zweiten Platz. An Hurzi wirst du dich dann einfach nochmal ein anderes Mal wieder rächen. Ihr spielt ja sicherlich noch öfter gegeneinander. Da wünsche ich euch auf jeden Fall später auch einen guten Flug und ja, kommt heil an. Ja, schließe ich mich an und natürlich hoffe ich auch noch, dass nicht nur ihr Heile ankommt, was natürlich das Wichtigste ist, aber dass halt auch die Darts-Heile mit drüben ankommen. Also da haben wir jetzt ja in letzter Zeit von der Flugrichtung Deutschland-England oder England-Deutschland ja die wildesten Sachen gehört, wenn ich mich erinnere, für das Pro-Tour-Wochenende in Hildesheim oder für die European-Tour, was dabei, weiß ich nicht, Chris Dobie, Jamie Hughes oder sowas abging, die dann plötzlich ohne Koffer, ohne Darts da standen. Deswegen, ich hoffe mal, dass eure Darts auch mit ankommen und ansonsten auf jeden Fall gute Reise. Wir hören uns, wenn ihr drüben seid. So, ja, wir haben das natürlich auch mitbekommen mit den Koffern von Dobie, Jamie Hughes, Martin Schindler, das Problem ja in England auch. Also wir hoffen, dass der Koffer gut ankommt, weil wir sind gerade dabei, den abzugeben. Aber wir sind da ja ziemlich optimistisch. Oder Finn, meinst du, der Koffer kommt dran oder nicht? Definitiv. Genau, das ist hier nämlich unseren guten On-Tour-Podcast. Von daher, yes. Ich bin hier mit Finn Kutz ja gerade unterwegs. Dominik Nebo und Jared geben gerade den Koffer ab. Von daher, wir sind optimistisch, dass wir fehlerfrei in England ankommen. Ja, moin Leute. Ich bin der Jonas, ich bin auch dabei. Ich bin allerdings schon in Milton Keynes angekommen. Ich habe mich jetzt vorher nicht gemeldet. Es ist aber auch nichts Besonderes vorgefallen. Mein Tag bestand zu 90% aus Warten. Ist alles nach Plan gelaufen. Ich habe auch meinen Koffer, bin dann in London Stansted auch gelandet, mit dem Bus 2 Stunden nach Milton Keynes gefahren. Jetzt gleich kommt mein Uber und dann fahre ich zum Hotel. Ich bin auch echt sehr müde. Dann werde ich wahrscheinlich einfach nur noch Premier League schauen und dann pennen. Ansonsten hören wir uns morgen.
So, ich melde mich jetzt hier aus dem Doubletree Hotel. Wir hatten leider eine gute Verspätung beim Flug. Also hat sich alles ein bisschen verzögert, weil der Flieger später ankam. Dann halt auch längerer Einlass. Und das hat sich alles sehr aufgeschoben, dass wir halt eine Stunde später erst losgeflogen sind. Dadurch auch erst eine Stunde später angekommen sind. Ja, dann ging es für uns weiter mit dem Zug von London Stansted halt nach Houston oder Houston, je nachdem, wie man es ausspricht. Da waren wir uns noch nicht ganz einig. Dann sind wir von dort aus mit der U-Bahn gefahren und dann halt hier nach Milton Keynes und dann halt nochmal mit dem Taxi die letzten 2-3 Kilometer zum Hotel. Von daher unsere Anreise nicht ganz optimal gewesen und wir sind jetzt 1.06 Uhr englischer Zeit jetzt hier gerade im Hotelzimmer angekommen. Von daher nicht die beste Vorbereitung für morgen, aber mal schauen, was daraus wird. Was hast du davon zu finden? Ich bin absolut krank, aber ich denke mal, wir können trotzdem morgen was reißen, trotz der schlechten Umstände jetzt, aber ich denke trotzdem, das kann schon gut werden. Genau, deshalb, wir hören uns, wir melden uns. Und ihr seht ja dann, wie es dann morgen für uns losgeht. Wir müssen jetzt unbedingt schlafen. Du suchst die passende Unterstützung, um optimal trainieren zu können? Dann ist die MyDartCoach-App genau das, was du suchst. Die MyDartCoach-App bietet dir alles, was du zum Trainieren brauchst, damit du dich schnellstmöglich bestmöglich verbesserst und auch bald auf der großen Dartbühne spielen kannst. Genauso wie die Spieler aus dem Team MyDartCoach. Denn MyDartCoach bietet außerdem für junge Dart-Talente ein Sponsoring- und Managementprogramm an. Informiere dich auf unserer Website mydartcoach.com über die MyDartCoach-App oder Sponsoring- und Managementangebote. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was ich hier so raushöre, das hört sich von den Umständen ja jetzt schon mal nicht ganz so optimal an. Ich hoffe mal, dass ihr trotzdem jetzt dann gut pennen konntet, auch wenn ihr nicht ganz nach Plan angekommen seid. Selbiges hoffe ich natürlich auch für dich, Jonas. Ja, dass ihr euch fit fühlt, dann jetzt heute für den ersten Tag bei der Dev-Tour. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, schon mal nachher das dann wieder ein bisschen zu verfolgen und ja, zu sehen, was dann heute bei euch so geht. Gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall auch an Finn, wenn er sagt, er ist krank. Und in der Aussprache würde ich persönlich auch eher zu Houston tendieren. Aber ja, gut, vielleicht liege ich da ja auch mit falsch. Ich weiß ja nicht, wer bei euch in der Gruppe was gesagt hat, ist aber auch nebensächlich viel wichtiger ist, dass ihr heute ein gutes Gefühl an Bord habt. Und deswegen, ja, ich hoffe, ihr startet gut rein mit einem guten Frühstück. Und ja, dann spielt ihr schön warm in der Halle. Und alles Weitere sehen wir dann, würde ich mal sagen, wenn auch die Auslosung draußen ist und die ersten Spiele anstehen. Viel Erfolg, Jungs. Ja, guten Morgen hier aus Milton Keynes. Gerade vor 15 Minuten wach geworden. Also, ja, ein bisschen merkt man den Schlafmangel schon, aber ja, wir werden jetzt gleich erstmal unser Bestes geben und dann schauen wir mal, was so passiert. Vielleicht wird man ja auch über den Tag dann ein bisschen wacher, so ist es ja meistens, aber ja, gerade schon noch ein bisschen müde, aber mal gucken. Gleich noch kurz die Meldung um 8 machen und dann wollen wir noch in der Zwischenzeit, also ich und Dominik Nebel, noch kurz ein paar Sachen einkaufen, weil wir hier direkt den Supermarkt bei uns vor der Tür haben und wir sind auch nicht die Spieler, die jetzt 2 Stunden uns komplett warm spielen müssen, sondern uns reicht es auch, wenn wir eine Stunde, 3/4 Stunde werfen. Von daher nutzen wir es dann, um schon mal ein paar Lebensmittel hier im Hotel zu haben und dann geht's halt so gegen 9 ungefähr in die Halle. Guten Morgen auch von mir. Ich bin bereits seit 7 Uhr wach. Ich habe alles, hab mich ready gemacht, alles erledigt, was erledigt werden muss. Ich werde gleich circa um 8 Uhr dann auch losgehen zu Fuß. Ich habe mich ja dagegen entschieden, in dieses sogenannte Spielerhotel zu gehen, welches direkt an der Halle ist, aufgrund meines Budgets. Lustiger Zufall allerdings, dass auch 4 weitere Deutsche, sogar gute Kollegen von mir, genau in demselben Hotel sind, wirklich zufällig. Von daher, wir hatten auch dieselben Pläne, wollten alle so um 8 Uhr circa losgehen.
Ja, der Weg ist nicht so kurz. Da sind wir wahrscheinlich um 8.30 Uhr da. Und dann teilt man sich seine Einspielzeit halt irgendwie ein. Am Anfang ein paar Darts später und dann ist man gut vorbereitet. Ich habe ja zum Glück relativ früh schlafen können, war auch schön müde, konnte ausschlafen, habe gut geschlafen und bin jetzt ready. Natürlich ist man selbst ein bisschen gespannt, wie es laufen wird. Neues Jahr, neues Glück, aber an sich ist man auch guter Dinge, dass man an das letzte Jahr anknüpfen kann oder sich nochmal steigern kann. Von daher, auch ich gebe mein Bestes und bin gespannt. Eine Neuerung ist ja, dass, also was heißt Neuerung, aber es sind ja jetzt über 256 Teilnehmer gemeldet. Das heißt ja sogar, für Preisgeld braucht man, wenn man Pech hat, 3 Siege. Also das ist jetzt nochmal ein bisschen schwieriger geworden, sage ich mal. Aber ich sag mal so, wenn man dann halt gegen einen krassen verliert und gut spielt, dann ist das auch in Ordnung. Also, bis später. So, Freunde, 11 Uhr deutsche Zeit. Jetzt ist die Auslosung endlich draußen. Ich habe hier schon gespannt drauf gewartet und mal drauf geschaut. Ihr beide an Bord 8 und an Bord 16. Ja, eigentlich ganz nette Boards bekommen. Natürlich einfache Lose gibt es auf der Development Tour nicht. Und gerade wenn man Richtung Boardgewinn schaut, gibt es da, glaube ich, überhaupt keine leichten Auslosungen. Sind ein paar gute Spieler mit dabei, aber ich meine, dazu gehört ihr auch. Deswegen seid ihr ja da. Und deswegen Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ich werde das auf jeden Fall mal verfolgen. Ihr habt beide das dritte Spiel. Schaue ich dann rein und ich denke, wir hören uns wieder nach dem ersten Spiel oder nach den ersten Spielen oder nach dem ersten Turnier. Je nachdem, wie auch die Gegebenheiten vor Ort sind, wie viel Zeit ihr habt, ob ihr am Handy sein werdet oder nicht. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Daumen sind gedrückt und Felix und ich werden das hier natürlich aus Deutschland so gut wie es geht live mitverfolgen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, Jungs, gebt euer Bestes. Ihr könnt das und dann hören wir uns später wieder. So, ich melde mich schon mal nach dem ersten Spiel der diesjährigen Development Tour. Und ja, ich glaube, ihr habt es gesehen, was soll ich sagen, die ersten beiden Legs komplett verpennt. Da ging nichts und ich habe mir dann aber gedacht, ganz ehrlich, du bist jetzt hierher gekommen, du kannst Dart spielen, tu es einfach. Und ich sag ganz ehrlich, ab Leg 3 war es dann auch gut. Also ich hole mir das dann mit 3 18ern und im 16er. Ab dann war das auch das Niveau, wo ich sage, wenn du in der 6. Runde konstant checkst, ist es gut. Erst mein Leg natürlich katastrophal, aber am Ende 4-3 gewonnen gegen den Gegner, der dann auch gestruggelt, nachdem ich aufgeregt habe, aber dann nochmal ein gutes 120er Finish, glaube ich, macht. Oder auf jeden Fall ein gutes Finish auf Tops, ein Halbfinish macht. Und ich dann in den Decider muss, aber von daher durchgekommen. Jetzt spiele ich gleich gegen Lars Plaisir in den Top 128 und wir werden mal versuchen, die ersten 75 Pfund für die Rangliste einzufahren. Also ich melde mich dann nachher wieder. Jo, ab dem dritten Leg, ich habe es natürlich hier auch verfolgt, sah es natürlich schon wieder richtig gut nach Dart aus, muss ich sagen. Gerade hinten raus bist du sehr stabil geblieben, hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und da wo du schon quasi auf Doppel stehst zum Match und er dann nochmal eine 117 rausnimmt, um den Decider zu erzwingen, ist natürlich ein bisschen unlucky in dem Moment, aber hast du dann halt im letzten Leg nochmal sehr, sehr gut gelöst. Ja, Jonas, bei dir fand ich es ein bisschen unlucky jetzt. An sich hast du gut gespielt, musstest dann auch in Decider, gab ein bisschen Doppeldusel, würde ich jetzt mal sagen, als du da die 146 verpasst und erst dann rausnimmt. Und dann geht es am Ende nochmal in Decider, eigentlich gut reingestartet. Dann ja, ist halt so, im entscheidenden Moment trifft er leider das Doppel, du nicht. Aber ansonsten auch wieder gut gespielt, würde ich sagen, für erstes Spiel Development Tour 2023. Lässt sich das auch sehen und dann voller Fokus auf das zweite Turnier. Aber an sich war doch jetzt eine ganz solide Leistung. Und bei dir, Marvin, ne, viel Erfolg jetzt für das nächste Spiel. Schauen wir mal, wo die Reise hier heute noch hingeht. Ne? So, ich melde mich mal kurz nach dem zweiten Spiel. Und ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich verfolgt. Das war wirklich gut. Ich habe angeknüpft an die letzten 4 Legs aus dem ersten Spiel. Konnte endlich mal mein Spiel spielen, trotz der fehlenden Matchpraxis, trotz des wahrscheinlich fehlenden Trainings, aber das ist halt das, was Johannes auch mal sagt, wenn man an sich selber glaubt, wenn man an das glaubt, was man kann, dann kann man es auch spielen. Und
Ich kriege das heute ganz gut hin. Von daher jetzt gleich gegen einen Ungarn in den letzten 64. Und wie gesagt, es muss ja heute noch nicht Endstation sein. Von daher hoffe ich gleich, die nächste Runde zu gewinnen. Und wir hören uns nach dem nächsten Spiel. Ja, dann glaub bitte mal weiter an dich. Spiel nochmal 88 und nochmal 15 Darts im Decider. Also ich würde es dir auf jeden Fall gönnen. War ein richtig, richtig gutes Spiel. Props dafür. Und so wie ich sehe, auf Dart Connect kommt jetzt kein Ungar, weil er raus ist, sondern der Sieger aus einem englisch-belgischen Duell. Nichtsdestotrotz, sie sind die Daumen gedrückt. Du machst das richtig gut und ja, du machst das schon, Marvin. Du hast natürlich recht, ich habe das gerade falsch gesehen bei Dart Connect. Also entweder gegen Louis Mays oder den Belgier. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Spiel war sehr, sehr gut. Aber Lars Plaisir, der hat wirklich gut gespielt. Wenn du 3-0 führst und dein Gegner spielt irgendwie 14-15 oder so, dann ist das wirklich nicht einfach, auch das vierte Leck zu holen. Und ich brauchte auch den 15 Dart, wenn ich das verpasse, gehen wir wahrscheinlich ins letzte Leck. Also der hat dann wirklich nach 0-3 nicht aufgegeben. Der hat richtig Gas gegeben. Und ich habe ihm auch nach dem Spiel gesagt, wirklich, er hat mir alles abverlangt. Von daher, das war kein einfaches Spiel, auch nach 3-0 Führung nicht. Ja, kurzes Update jetzt zum dritten Spiel. Ja, wie soll ich sagen? Also ich muss das definitiv gewinnen. Verliere am Ende mit knapp 80er Schnitt 4-3. Ja, am Ende checkt er dann halt 65 über 11, 14 Tops mit einem Matchstart. Ärgerlich für mich gelaufen. Nächstes Spiel wäre auch machbar gewesen. Ich habe gerade Own Maiden gegen meinen Gegner geschrieben. Aber gut, die Leistung hat gestimmt. Wenig Training, wenig Vorbereitung, viel Krankheit. Von daher spielerisch nicht schlecht. Am Ende darf man das Spiel halt nicht verlieren. Aber es ist, wie es ist. Es gibt viel weitere Turniere. Von daher, auf geht's. Ja, natürlich ein bisschen unlucky, wenn man ehrlich ist, weil ja, du warst da der klar bessere Spieler, verlierst das 4-3, stehst da glaube ich auch mal wieder auf Tops, schmeißt in dem Match 2 oder 380er, stehst in dem einen Leg glaube ich auch auf einen 10er, wo du mit 140, 180, 141 reinstartest, komplett krank, lässt dann aus, macht es mit 13 Darts, also da warst du eigentlich wirklich schon der bessere Spieler und dann gut, ich glaube jetzt im Decider standst du ja auch wieder auf Tops, als er ausgemacht hat oder so. Das ist halt jetzt einfach ein bisschen unlucky. Aber du musst sagen, dafür, dass du jetzt so lange krank warst und sowas, die Leistung hat definitiv gestimmt. Das war ja ein Tagesschnitt, oder ich sag mal ein Turnierschnitt von 80 plus, glaube ich, wenn ich mich nicht vertue, knapp. Deswegen, ja, dann nimm diese Leistung mit. Auch wenn jetzt das Ergebnis leider noch nicht kam. Mit dem Draw wäre auf jeden Fall eine Top 16 oder ein Top 8 drin gewesen. Aber dann halt lieber die Leistung mitnehmen in die nächsten Turniere und dann dort weiter konstant abliefern, weil das sah schon richtig gut aus, Marvin. Also weiter so. Ja, dann von mir auch erstmal Glückwunsch, Marvin, zu deiner bisher gezeigten Leistung. Ich habe auch vorhin kurz reingeschaut, ich habe es gesehen, ja, ist natürlich ärgerlich, dass du da mit knapp 80 Punkten im Average jetzt das Ding da leider abgeben musst. Aber da waren ja jetzt trotzdem viele gute Sachen bei, also eigentlich viele gute. Und so, dass man sich da jetzt eigentlich überhaupt keine Platte machen muss für die nächsten Tage oder jetzt überhaupt auch fürs nächste Turnier, da kannst du voll reinstarten und ja, kannst da ja mit einem positiven Gefühl auf jeden Fall die nächsten Spiele bestreiten. Und ja, Jonas, schade, aber auch für dich, du hast ja selber trotzdem auch noch genug Zeit, um hier jetzt so richtig in dein Spiel zu finden und natürlich die nächsten guten Ergebnisse zu erzielen. Also ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg und liebe Grüße auch natürlich an Finn. Also Freunde, bei aller Liebe, ich habe ja mit vielem gerechnet. Ich habe ja auch damit gerechnet, dass Marvin vorhin seinen Zehner zumacht, wenn er schon nach 9 Darts auf dem Doppel steht. Aber dass wir jetzt in England bei der Development Tour, wo generell nicht so viele Deutsche anreisen, ein rein deutsches Finale aus Christopher Tondas und Marvin Kraft sehen, damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet. Ist natürlich Wunderbärchen, würde ich mal sagen. Also freue ich mich, dass wir damit den Deutschen auch mal Dominanz in England zeigen. Aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also, ja, Respekt. Ich meine, wie nehmt ihr das denn vor Ort wahr? Aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet.
Das kam jetzt ein bisschen aus dem Kalten, aber umso schöner. Ja, für beide ja dann auch ein Riesenerfolg, muss man sagen. Ne? Gleich beim ersten Turnier da quasi ins Finale zu kommen. Respekt. Ist denn die neue Auslosung fürs nächste schon draußen? So, DevTour Event Nummer 2 ist gestartet. Eure beiden ersten Spiele sind durch. Erstmal beide gut gespielt. Diesmal genau umgekehrt. Marvin sehr unlucky verloren, würde ich mal sagen. War sehr knapp. 4-2, glaube ich, auch noch Darts für den Decider verpasst. Aber an sich trotzdem gutes Spiel gemacht, war irgendwie was Mitte, Ende 70, glaube ich. Und Jonas, ja, sehr, sehr steady Darts, 80 plus, nie in Gefahr in die zweite Runde gebracht. Sehr, sehr gut. Respekt dafür. Und dann schauen wir mal, wie jetzt in umgekehrter Reihenfolge bei Event 2 das so weitergeht. So, ja, ich melde mich jetzt mal nach dem zweiten Turnier. Wir waren zwischendurch essen und mir ist wirklich was ganz Kurioses passiert, weil wir hatten ja dann Pause nach dem ersten Turnier, waren halt noch gut was essen und ich war dann auf dem Hotelzimmer und habe mich hier schön in den Sessel reingepflanzt, wo ich gesehen habe, dass ich das vierte Spiel habe und bin dann leider eingepennt und in dem Moment, wo ich wach geworden bin, habe ich gesehen, dass ich schon im Warming-up stehe, musste dann schnell rübersprinten und Bings hat mich dann schon direkt angesprochen, dass ich noch 9 Darts habe und das Spiel dann losgeht. Dafür war es gar nicht so schlecht, aber es war halt extrem ärgerlich, dass ich halt unbewusst eingeschlafen bin, von daher, naja. Aber ich sag mal so allgemein für den Trainingsrückstand, für die wenige Spielpraxis, für die vielen Krankheiten, kann man bisher 80er Tourschnitt eigentlich ganz zufrieden sein. Ich habe hier noch einen anderen Meister, den Herrn Finn. Was hast du bisher zum Abstand? Ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden jetzt. Also im zweiten Turnier habe ich auch wesentlich besser gespielt und mir ging es da auch wesentlich besser. Jetzt leider nicht mehr so, aber ich konnte auf jeden Fall besser spielen. Vor allem auch im ersten Spiel konnte ich halt gut die Doppel nutzen. Also war ich immer recht schnell da und konnte dann mit 78 gewinnen. Aber dann leider gegen Wessel Niemann in Decider noch gespielt. Mit dem 18er im High-Finish, dann gab es einen Decider und dann habe ich verpasst. Und der hat 25 gecheckt. Das war ein bisschen unlucky. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich zufrieden, trotz dass es mir nicht so gut geht. Aber bin eigentlich zufrieden. Genau, und morgen wird der angegriffen. Gleich geht es noch entspannt essen und dann wird endlich mal ausgeschlafen. Dann schläft man auch nicht aus Versehen ein. Marvin, du kannst dich doch nicht in den Sessel pflanzen und dann auf der DevTour halb einpennen. Oder nicht nur halb einpennen, sondern komplett einpennen, wenn du spielen musst. Wilde Story auf jeden Fall. Ja, dann lieber heute ein bisschen zeitiger ins Bett und dafür dann morgen voll angreifen und pünktlich an Bord sein. Ja, wilde Story auf jeden Fall. Dafür gar nicht mal so schlecht, aber natürlich dann morgen nochmal voller Angriff. Und Sonntag natürlich auch noch mal ein Turnier. Genau. Und ansonsten, ja, genieß den Abend noch und mach das Beste draus. So, ich melde mich jetzt hier noch mal am Abend, bevor wir jetzt dann richtig schlafen gehen. Nicht so wie vorhin aus Versehen. Ja, wir waren jetzt hier noch entspannt essen beim Italiener, haben uns das ganz gut gehen lassen. Ich war dann mit Jared noch so ein bisschen unterwegs in der Stadt. In Milton Keynes haben wir uns mal ein bisschen umgesehen. Wollten noch ein bisschen practicen, hier den einen oder anderen Pfeil werfen, weil es bei Jared jetzt nicht ganz so gut aussah, aber ich denke mal, den kriegen wir morgen auch noch auf der richtige Bahn. Und wie gesagt, ich bin jetzt hier mit Finn noch am Relaxen und morgen wird dann angegriffen, oder Finn? Yes, morgen wird angegriffen. Genau, schöne Grüße und morgen bin ich hoffentlich so ausgeschlafen, dass ich nicht aus Versehen einschlafe wie vorhin. Guten Morgen in die Runde, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt wohl genächtigt, konntet euch gut regenerieren dort in England. Und ja, seid ready für den zweiten Tag heute, die nächsten beiden Turniere. Ja, würde mich nochmal interessieren, wie ihr den gestrigen Tag jetzt so, nachdem ihr eine Nacht darüber geschlafen habt, einordnen würdet. Weil, ja, was ich so gesehen habe hier halt, es war halt ergebnistechnisch wahrscheinlich nicht das, was ihr euch erhofft habt, aber ich fand es leistungstechnisch eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das sah eigentlich phasenweise richtig, richtig gut aus. Deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr das einordnet und ob ihr fit seid für den zweiten Tag heute. Jungs, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ja, deswegen macht das Beste draus. So, dann melde ich mich auch nochmal. Ich habe euch ja gestern im Stich gelassen. Das hat halt folgende Gründe. Zum einen, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr launischer Spieler bin. Und zweitens,
bin ich auch eher der Typ, scheinbar im Gegensatz zu Marvin, der halt vorher ein bisschen mehr Practice und währenddessen auch ein bisschen in seiner eigenen Welt ist, kaum auf am Handy unterwegs ist und sich sehr nachdenklich ist und dann weiter Practice etc. Ja, tut mir leid, aber ist halt nun mal so, erstes Turnier, wenn man es gesehen hat, war nicht befriedigend. Erste Runde direkt verloren, war nicht gut. Man hat aber auch direkt wieder gemerkt, was ich auch schon gesagt habe, um ins Preisgeld zu kommen, wird es schon hart. Des Weiteren hat Marvin das auch leider erleben müssen. Ich nutze meine Chancen nicht, sehe mich eigentlich als besseren Spieler, nutze einen Matchstart nicht. Gegner kriegt auch einen Matchstart und der ist natürlich drin. Wird man direkt hart bestraft. Ja, da war ich schon wieder schlecht gelaunt, deswegen zwischendrin auch nichts aufgenommen. Ja, zweites Turnier war dann besser. Erstes Spiel solide gewonnen. Zweites Spiel, relativ guter Gegner. Chancen nicht genutzt mal wieder und auch dann direkt wieder verloren. Ja, kein Preisgeld, kein nichts, außer Erkenntnisse. Die Erkenntnisse muss man allerdings auch erstmal umsetzen können. Ich habe halt gemerkt, dass ich mir schon wieder zu viele Gedanken, also über den Gegner mache. Zum Beispiel, wenn ich den kenne und weiß, er gut ist oder ich sehe, dass er gute Practice-Starts wirft, denke ich mir, oh, das wird ein schwieriges Spiel. Falsche Herangehensweise, weiß ich selbst. Viele falsche Herangehensweisen von mir. Ich muss da einiges ändern. Das sind die Erkenntnisse. Aber ich bin wieder top motiviert, habe gut ausgeschlafen, werde mich jetzt wieder zum Spielort begeben, mich warm machen und dann hoffen wir, dass es heute besser wird. Es sind ja noch 2 Tage und 3 Turniere. Sprich, kann noch werden. Also bis später oder wann auch immer. Ja, moin erstmal in die Runde. Ich kann für mich sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden war eigentlich. Weil, wie gesagt, ich habe halt nicht so krasse Erwartungen gehabt durch meine schwierige Vorbereitung. Und dafür sah das echt sehr, sehr vernünftig aus. Für mich war es halt einfach sehr unlucky, dass ich im ersten Turnier dann halt so wirklich unglücklich verliere, dass ich da halt einfach das 4-3 verliere, obwohl ich eigentlich der bessere Spieler war vom Gefühl her. Und danach, die wären auch sehr machbar gewesen, also Owen Maiden. Und danach wäre es, glaube ich, Marvin Kraft gewesen. Also da wäre einiges gegangen. Aber was willst du machen? Spielerisch sah es gut aus, so um die 80 über alle Spiele jetzt. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Von daher, wenn man so weiterspielt, dann wird man auch noch einige Möglichkeiten kriegen, ins Preisgeld zu gehen oder vielleicht auch mal wie ein Tondas oder ein Kraftmann einen richtig deepen Run hinzulegen. Also von daher einfach mal weiterspielen, gucken, was passiert. Und wie gesagt, zu Jonas, ja, jeder Spieler ist halt anders und es ist halt gerade auch wichtig, sich erstmal auf sein Spiel zu konzentrieren. Und wie gesagt, bei mir ist es richtig, ich brauche nicht so viel Practice. Ich bin auch immer nicht so früh in der Halle und zwischendurch werfe ich dann auch immer nur so 10 Minuten vorm Match, weil, wie gesagt, ich brauche einfach nur ein bisschen, dass der Arm locker ist und dann läuft das. Ja, moin moin zusammen. Ja, ich finde, es klingt doch trotzdem erstmal im Großen und Ganzen alles positiv. Ihr habt beide gut geschlafen, seid beide wieder heiß. Da kann man doch auf jeden Fall positiv in das erste Turnier heute reinstarten. Und zu Jonas vielleicht nochmal, ja gut. Am Ende haben wir die Ergebnisse ja auch selber nachlesen können und wir wissen ja, dass du dich dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall nochmal meldest, hast du ja jetzt auch gemacht. Da mach dir nicht allzu sehr den Kopf. Am Ende, erstes Turnier war jetzt halt nicht so gut, aber dafür hast du im zweiten Spiel ja trotzdem auch ganz gut gespielt, auch wenn du da vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis erzielt hast, aber viel wichtiger ist, dass du wieder voll motiviert bist und dann kannst du heute da durchstarten. Dann wünsche ich euch auch viel Erfolg und ich freue mich, wenn ihr euch später meldet. Bis dann. Ja, ich komme jetzt hier gerade wieder vom Practice. Gerade ein paar Pfeile geworfen, war dann auch mit Jonas am Practice Board. Hab ihn auch schon gesehen, der war jetzt auch ganz optimistisch für heute. Ja, hat gleich mal noch 177 reingehauen. Also, Gefühl ist schon wieder gar nicht so schlecht.
Jetzt müsste ja in den nächsten Minuten noch das Draw kommen. Und dann sind wir alle schlauer und versuchen uns mal durchzukämpfen und am besten den Thunders zu machen. Also schauen, was so geht. So, das Draw ist draußen, gerade mal reingeguckt. Ja, Jonas, dein Draw, finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Da ist auf jeden Fall was möglich. Das schmeckt auf jeden Fall schon mal. Ja, Marvin, du hast es auf jeden Fall, sagen wir mal so, ein bisschen herausfordernder erwischt. Aber auch da ist natürlich mal wieder was möglich. Aber ich meine, erste Runde Jaron Tehan, zweite Runde potenziell Keenan Thomas. Thomas Keenan heißt er, ne? Nee, Keenan Thomas, so rum. Ja, ist jetzt nicht unbedingt die 10 von 10er Auslosung, aber wenn man sich da durchspielt, ist auf jeden Fall was möglich. Und so wie dein Niveau gestern war, traue ich dir da alles zu. Deswegen, ja, jetzt, wo es ernst wird, Jungs, konzentriert euch, nochmal viel Erfolg und ihr rockt das Ding da heute schon. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Ist ganz lustig, weil ja mit Keenan Tehan und mit Leon Remde waren wir ja, mit ihm und Keen Berry waren wir in Wigan danach noch ein bisschen Billard spielen und sowas. Da habe ich ihn schon mal bezwungen. Also, mal gucken, ob es auch am Board so läuft. Also, wir kennen uns auf jeden Fall. Ist ein guter Spieler, brauchen wir nicht drüber reden. Hat auch schon zweimal, glaube ich, WM gespielt. Aber ich sag mal so, wenn ich das Spiel gewinne, sieht es am Board auch relativ machbar aus. Also, voller Fokus ist das erste Spiel. Und sollte das siegreich verlaufen, dann sehe ich da auch gute Chancen, relativ weit zu kommen. So, dann melde ich mich mal nach dem ersten Turnier des Tages. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, war natürlich großer Quatsch. Wenn du gegen so einen Spieler spielst und dann auch wirklich dich gut vorbereitest, richtig überragend reinstartest, glaube irgendwie mit 100, 140, dann im ersten Leg irgendwie 5 Darts auf Doppel verpasst, ihm das schenkst, dann noch ganz okay spielst, dann noch ein Leg verschenkst, der eine Auslöser bei 8 Bounce auch noch raus, dann ist das einfach nicht gut. Also viele Fehler, viele verschenkte Legs. Und dann hat man gegen einen Spieler von der Qualität halt dann einfach nicht die Chance, das zu gewinnen. Also es war sehr machbar. Aber wie gesagt, ich konnte mich auch gerade von dem ersten Leg halt schwer erholen. Und das hing immer so ein bisschen nach. Und dann irgendwann im letzten Leg war dann halt auch die Luft raus. Weil kann man, du legst dann 0-3 hin und denkst so, ja, müsst eigentlich 2-1 führen. Irgendwo war der Ofen aus, aber gut, machst du nichts. So, ich melde mich jetzt mal kurz vor Start des zweiten Turniers. Luke Littler hat eben gewonnen, den habe ich auch gleich an Bord. Das Draw für dieses Turnier wahrscheinlich sehr, also wahrscheinlich das schwerste bisher. Erste Runde sieht immer auch sehr machbar aus. Danach wird es wahrscheinlich Dylan Slevin werden und dann wahrscheinlich Luke Littler. Also ambitioniert, aber wir schauen mal, ob es gerade auf die Doppel dann besser läuft als vorhin, weil dann kann man solche Spiele auch an Land ziehen. Nur vorhin war halt die Doppelquote sehr, sehr überschaubar. Von daher gucken wir mal, ob es jetzt besser läuft. Ich gehe jetzt mal in die Halle und dann schauen wir mal. Ja, erstmal Glückwunsch, Marvin, zum Sieg jetzt im zweiten Turnier. Ja, war jetzt nicht dein bestes Spiel, aber kann dir ja auch egal sein. Am Ende bist du jetzt erstmal wieder eine Runde weiter und viel stärker musste das Spiel jetzt auch nicht sein, kann man ja auch so mal sehen, ne? Von daher zum Top. Wow, Alter, Jonas, neuen Rekord-Average aufgestellt, wenn ich mich nicht vertue, 92. Einwandfrei, mein Jung. Herzlichen Glückwunsch. Und euch beiden jetzt noch viel Erfolg beim zweiten Turnier des Tages. Ja, ich melde mich jetzt mal vorm Stadion, kurz vorm zweiten Spiel. Jonas wirklich super gespielt, konnte ich mir auch anschauen. Am Ende dann nochmal 300 Punkte in 6 Darts gecheckt. Sein bester persönlicher Schnitt, ich glaube 91,58 am Ende. Mega Spiel. Ja gut, bei mir, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich wusste, dass mein Gegner halt ein Deutscher ist, der gerade anfängt, erstmal Development Tour spielt, auch noch kaum Dart spielt, also ganz kurz erst spielt. Und wie gesagt, ich wusste, was mich erwartet. Und ich habe mir auch einfach entspannt, Konzentration sparen fürs nächste Spiel. Durchgehen. Klar, wenn du halt gar keinen Druck auf Doppel hast, dann fällt es manchmal schwerer, aber war ausreichend. So, dann melde ich mich mal nach dem zweiten Event am Samstag. Und ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, aber da kannst du wirklich nichts sagen. Also, er fängt an, ich fange an mit Single Bull, er macht rot, fängt schon an, dann spielt er vorne weg ein 15er in seinem Leck. So habe ich gedacht, okay, soll er sein Leck holen.
Und dann spielt er in meinem Lecture ja 9 auf Doppel. Also der hat geballert bis zum Gehen mehr. Also überragend gespielt von ihm. Ich glaube, er fängt an mit 13, 15, 18. Wenn er aber die Doppelfrift spielt, kann er auch irgendwie noch deutlich mehr spielen. Dann kann er auch irgendwie, weiß ich nicht, 14, 12 oder 14, 10, 15 spielen oder so. Also da muss man noch mal sagen, Respekt an den Gegner. Richtig krank gespielt. Und wie gesagt, ich habe dann irgendwann nach dem 0-2 auch gemerkt, ganz ehrlich, heute schlägst du den nicht. Und das ist dann halt so. Also ich glaube, da kann man gegen Dylan Slevin auch mal rausgehen. Von daher bin ich jetzt nicht sauer, nicht enttäuscht. Klar war es ärgerlich, dass man dann irgendwann den Glauben so ein bisschen verloren hat, dadurch, dass er halt so überragend war. Aber ich habe zumindest noch ein Leck geholt. Und ja, Draw war halt nicht gut. Also auch nächstes Spiel wäre Luke Littler gewesen. Also nicht das Draw, was überragend war. So, liebe Freunde, ich melde mich. War den ganzen Tag unterwegs, aber habe trotzdem immer mal wieder reingeschaut und eine ganze Menge mitbekommen, auch wenn ich mich jetzt nicht melden konnte. Ja, muss ich sagen, ja, ist resultattechnisch natürlich jetzt wieder ein schwieriger Tag. Da zeigt das halt auch einfach mal wieder, wie hart die Dev-Tour eigentlich ist. Also wenn wir das jetzt bilanzieren halt nach 4 Turnieren, dann steht ihr einmal mit 0 und einmal 75 Pfund da, auch wenn ihr gar nicht schlecht gespielt habt. Also das waren eigentlich wirklich richtig gute Spiele, eigentlich auch relativ konstant gut, würde ich mal sagen, oder zumindest auf einem wirklich ordentlichen Niveau. Erstmal nochmal Glückwunsch an dich, Jonas. Zum neuen persönlichen Rekord. War ein richtig, richtig gutes Spiel, was du da gespielt hast. Ich glaube, einmal 13, einmal 15 Darts. Rest weiß ich jetzt nicht genau. Am Ende stehen da knapp 92 Punkte. Ja, und am Ende gerade halt, wie gesagt, nochmal diese 300 Punkte mit der 180, 120, 6 perfekte Darts gespielt zum Abschluss des Matches. Wirklich richtig, richtig stark. Fette Props schon mal dafür. Aber ja, dann ging es leider nicht weiter. Und auch bei dir, Marvin, ja, also würde ich sagen, Kopf hoch auf jeden Fall an euch beide. Manchmal auch ein schweres Draw gehabt. Timing natürlich manchmal auch eine schwere Sache. Gerade auf der Dev-Tour zeigt sich halt echt einfach mal wieder, was das für ein hartes Draw ist, weil da gefühlt ganz, ganz viele Leute rumlaufen, die 70, 80 oder auch halt 90 phasenweise spielen können. Oder auch mal 100 plus, wo ihr ja quasi auch mit zugehört. Aber das dann halt wirklich so konstant abzuliefern, ist natürlich schon eine schwierige Sache, aber ich würde sagen, Kopf hoch, weiter konzentriert, jetzt nochmal den Abend ausklingen lassen, vielleicht nochmal irgendwo ein paar Darts werfen, dann nochmal gut pennen und sich gut vorbereiten auf den morgigen Tag, morgen nochmal ein Turnier, da nochmal alles geben, vielleicht da dann nochmal einen Run abliefern und ansonsten würde ich sagen, genießt die Zeit dort. Leistungstechnisch sieht es wirklich, würde ich sagen, eigentlich ziemlich gut aus, also bei beiden. Das ist leistungstechnisch zufriedenstellend. Und jetzt genießt den Abend. So Jungs, es ist Sonntag. Der letzte Tag steht an. Das letzte Turnier dieses Dev-Tour-Wochenendes. Für euch nochmal alles geben. Ganz viel Erfolg. Ich werde das natürlich wieder mitverfolgen hier aus Deutschland. Also Jungs, nochmal alles geben an Bord. Hoffentlich läuft heute alles zusammen, dass ja, ihr das Niveau auch in Ergebnisse ummünzen könnt. Aber an sich weiter so, immer mutig voran. Viel Erfolg nochmal für das letzte Turnier heute. So, dann melde ich mich mal vor dem letzten Turnier am Sonntag. Das Draw ist gerade rausgekommen. Und ich glaube, ich kann für Jonas und mich sprechen, nicht die einfachsten Auslosungen. Aber so ist das halt bei dem Format. Und von daher schauen, was geht. Ich fange an gegen Keanu van Velzen. Hab dann noch Joseph Lindhoff an Bord, Louis Gurney, Justin van der Gouw. Wir gucken mal, was geht. Also nochmal alles reinlegen und schauen, ob es am besten nochmal so wie am Freitag läuft. Dann ist hier einiges drin. So, ich melde mich jetzt nochmal nach dem letzten Event. Es lief für mich eigentlich ganz gut. Gute Darts gespielt, erstes Spiel 0-1 hinten gelegen, ein bisschen schwer reingekommen. Dann wirklich mega gut zurückgekommen, mit knapp 80 das Ding an Land gezogen gegen einen wirklich nicht schlechten Gegner, der 75 spielt, aber der dann ein bisschen Doppelprobleme hatte. Zweites Spiel dann Justin van der Gouw, Jugendweltmeister auch, guter Gegner. Er holt das erste Leck solide, ich verpasse einmal knapp, hole das 1-1 mit einem guten Leck. Er geht 2-1 in Führung, dann verpasse ich leider wie 6 Starts auf Doppel und
am Ende reicht es dann halt leider nicht knapp, nicht, aber trotzdem ein gutes Wochenende, gut gespielt und ich kann mit meiner Leistung zufrieden sein. Ja, Jungs, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich melde mich jetzt auch. Es ist Sonntagabend. Ich war den kompletten Tag heute unterwegs, habe dementsprechend leider nicht ganz so viel verfolgen können, aber natürlich immer mal wieder auf Dart Connect reingeschaut, wie es bei euch so ausschaut. Ja, an sich würde ich erstmal sagen, erstes Development Tour Wochenende ist jetzt durch. Erstmal Props dafür, dass ihr das mitgenommen habt, dass ihr die Reise nach England auf euch genommen habt, dass ihr da mitgespielt habt und ja auch eigentlich wirklich gute Leistungen abgeliefert habt, so aus der Fernperspektive. Dafür erstmal, ja, meinen herzlichsten Glückwunsch. Und dann, ja, danke auch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier uns mal ein bisschen mitzunehmen dieses Wochenende, dass wir diesen On-Tour-Podcast ja, aufnehmen und produzieren konnten. Jetzt würde mich auf jeden Fall zum Abschluss nochmal interessieren, wie jetzt die Rückreise noch bei euch gelaufen ist und wie ihr das, ja, komplette Wochenende mit ein bisschen Abstand, also jetzt nochmal, wo, weiß nicht, ein paar Stunden seit den letzten Darts passiert ist, wo man jetzt vielleicht wieder auf deutschem Boden ist, wie ihr das so einordnet und ja, lasst uns das hier doch gerne nochmal wissen, wie die Rückreise verlaufen ist und ja, wie ihr das so gesamt für euch einordnen würdet, vielleicht so, ja, anhand der Leistung, der Ergebnisse und allem Weiteren so. Das könnt ihr uns ja gerne mal wissen lassen. Und ansonsten, wie gesagt, nochmal ein fettes Dankeschön an euch, dass ihr uns hier mitgenommen habt. Oh, moin. Ja, da melde ich mich auch nochmal kurz. Von mir auch mehr oder weniger Glückwünsche zum DevTour-Wochenende. Ich denke, ihr könnt beide Positives mitnehmen, was ich jetzt so gehört und gesehen habe. Marvin, erstes Preisgeld eingespielt für die Rangliste. Jonas ist das leider nicht gelungen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Dafür aber ja trotzdem auch positive Sachen bei gewesen, wie zum Beispiel der Record Average. Darauf lässt sich ja auf jeden Fall aufbauen. Da könnt ihr beide auf jeden Fall positive Sachen mitnehmen. Und da hoffe ich für euch auf jeden Fall, dass ihr jetzt auch wieder gut nach Hause ankommt, beziehungsweise schon angekommen seid. Ich weiß es ja gar nicht. Lasst auf jeden Fall nochmal von euch hören, wenn ihr wieder heil zu Hause seid. Und ja, wir hören uns, Männer. Ja, wie gesagt, dann melde ich mich jetzt auch nochmal nach dem Wochenende. Ich hatte jetzt eine sehr, sehr schwierige Rückreise mit wieder Flugverspätung von 2 Stunden, dann keinen Zug mehr bekommen, Hamburger Hafen, hätte ich fast gesagt, Hamburger Hauptbahnhof und dann erst so gegen 4 Uhr zu Hause gewesen, jetzt schon wieder auf der Arbeit, also der Tag heute wird so ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, es hat sich gelohnt, war ein super Wochenende für mich. Wie gesagt, war es vorher ein bisschen so, was kommt nicht, weil wie gesagt, wenn man wenig spielt, vor allem wenig Matchpraxis, ich habe halt fast nur Online-Spiele gespielt und Online- und Vor-Ort-Spielen ist halt immer noch mal ein Unterschied, aber das war doch relativ konstant, so 76,5 über alle Spiele. Hat sich jetzt von der Online-Leistung auch nicht wirklich unterschieden. Und ja, wie gesagt, das eine oder andere Draw war halt ein bisschen ärgerlich. 1-2 Spiele habe ich auch ein bisschen dann auf Doppel verloren. Score habe ich gesehen, dass das eigentlich ziemlich gut aussah. Ich glaube, bei den 100-Plus-Aufnahmen sogar in den Top 30, 140-Plus-Aufnahmen auch Top 50 oder 60. Also der Score war eigentlich schon echt stabil. Nur in dem einen oder anderen Moment dann halt das eine oder andere Doppel zu viel verpasst, um noch weiter durchgehen zu können. Aber wie gesagt, eigentlich ein positiver Start. Spielerisch nochmal im Gegensatz zum letzten Jahr schon mal gesteigert. Und wie gesagt, wenn man dann halt nicht direkt QNTN, den Lin Slam oder so kriegt, dann ist auch definitiv in den kommenden Turnieren mal ein ganz tiefer Lauf möglich. Wir haben es alle bei Tonners gesehen. Und wenn man halt einen guten Tag hat, dann kommt das Draw einem noch ein bisschen entgegen, kommt man in den Lauf und dann kann man auch mal richtig durchgehen. Und ich glaube, das ist bei Jonas ähnlich. Also auch von mir nochmal Glückwunsch zum Rekordschnitt. Ich habe das ja auch noch ein bisschen gesehen, das letzte Leg zumindest. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Von daher hoffe ich, dass du das auch positiv mitnimmst. Und wie gesagt, dann geht's in Wigan weiter. Ja, moin. Ich melde mich dann jetzt auch erst Montag wieder, da
auch der Tag und das Wochenende sehr anstrengend war. Obwohl man eigentlich genug geschlafen hat, weiß ich selbst nicht genau. Ja, ich bin ein bisschen später losfliegen erst dürfen. War ein bisschen blöd dann, erst um 2 Uhr nachts wirklich zu Hause. Und heute auch, was ja relativ früh, sag ich mal, wieder aufstehen. Aber alles gut, das ist es ja wert. Als Fazit würde ich mal ganz einfach sagen, wenig Licht und mehr Schatten. Wie du aber schon sagst, an sich mit der Leistung vom Niveau her, das ging noch. Das größte Problem war bei mir irgendwie, dass keine Konstanz vorhanden war. Einmal mein bestes Spiel und danach gefühlt mein schlechtestes. Kann ich mir selbst nicht erklären. Spielerisch. Von daher würde ich eigentlich sagen, ja, wie gesagt, ist okay, kann man drauf aufbauen. Natürlich Ziele mal so gar nicht erreicht, was Ergebnisse und auch Preisgeld angeht. Aber alles gut, es war das erste Wochenende. Von daher mehr als weitermachen bleibt einem nicht übrig. Und darauf habe ich natürlich auch Bock. Man hat wieder was dazugelernt. Die Umsetzung muss man dann schauen, kriegt man in Zukunft mit Sicherheit hin. Und man lässt sich davon natürlich nicht unterkriegen und rechnet natürlich trotzdem noch damit, dass man in Zukunft dieses Jahres dann auch nochmal mehr Preisgeld holt und ein gutes Turnier mindestens, sage ich jetzt mal, einen weiten Run hinbekommt. Von daher alles gut. Das größte Problem ist halt das Preisgeld. Bei mir 0, bei Marvin ja auch noch ausbaufähig. Ist halt schwierig, zum einen für die Jugend-WM, was ja das Ziel war, aber auch halt für den Geldbeutel. Das Wochenende war wieder sehr teuer, von daher muss ich mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber ansonsten, Darts technisch wird alles so weiterlaufen wie geplant. Von daher hören wir uns dann beim nächsten Mal spätestens oder so. Vielen Dank und ciao. So, dann mache ich auch noch mal den Abschluss hier. Montagmittag. Genau, DevTour und das letzte Turnier liegt jetzt ungefähr 24 Stunden hinter uns. Und an dieser Stelle auch noch mal, wie gesagt, ein fettes Dankeschön an euch beide, dass ihr ja, uns da so mit reingenommen habt in dieses Wochenende bei der DevTour. Ich glaube, es war mal ganz interessant. Ja, also ich meine, Felix und ich kriegen da ja häufiger ein bisschen Einblicke sowieso. Ich war ja auch schon selber ein paar Mal mit dabei. Aber ich glaube, für die Zuhörer war es halt auch ganz interessant. Und ja, dann quasi an die Zuhörer, wenn euch dieses Format gefallen hat mit dem On-Tour-Podcast, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da oder schreibt uns in den sozialen Medien, was auch immer. Lasst uns das gerne wissen, ob wir sowas mal wieder machen, ob sowas für euch interessant ist. Und ansonsten hören wir uns dann in einer Woche zu einer regulären Folge von Behind the Board wieder. Wir freuen uns darauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Das war Behind the Board, der MyDartCoach-Spieler-Podcast. Die Zeit bis zur nächsten Folge nutzt du am besten beim Trainieren mit der MyDartCoach-App.